بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine geehrten Schwestern meine geehrten Brüder Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht, wo wir weitermachen werden, inshallah, mit den Prophetengeschichten. Und heute mit der Geschichte eines neuen Propheten. Und zwar werden wir uns heute, inshallah, mit der Geschichte des Propheten Hud alayhi salam beschäftigen. Und Hud alayhi salam ist der Prophet, der nach dem Volk von Nuh alayhi salam entsandt wurde oder nach Nuh alayhi salam entsandt wurde. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen gehabt und auch die Wochen zuvor, dass nach der Sintflut Nuh alayhi salam mit den Gläubigen gerettet wurden. Und dass Nuh alayhi salam drei Söhne hatte, von denen sich dann auch verschiedene Völker entwickelt hatten. Und einer seiner Söhne hieß Sam. Und Sam ist der Großvater, ein Urgroßvater von Hud alayhi salam, wie es die Historiker, die muslimischen Historiker gesagt haben. طيب. Bevor wir aber jetzt auf Hud alayhi salam zu sprechen kommen und das, was Hud alayhi salam überhaupt gemacht hat und bewirkt hat, sollten wir uns erst einmal grundsätzlich mit der Situation zur Zeit von Hud alayhi salam beschäftigen. Hud alayhi salam ist ein Bürger oder besser gesagt ein Sohn des Volkes der Ad gewesen. Und die Ad, das Volk von Hud alayhi salam, sind Nachkommen von Sam, dem Sohn von Nuh alayhi salam. Und es gibt jetzt hier auch einige Genealogien, die erwähnt werden, dass Hud der Sohn von Schalich ist und er ist wiederum der Sohn von einem Mann, der heißt Ar-Fakhshit und der ist wiederum der Sohn von Sam und Sam ist dann der Sohn von Nuh alayhi salam. Es gibt noch andere Genealogien. Allahu a'lam, ob das wirklich so richtig ist oder nicht. Weil wir müssen eines wissen, dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat, dass die sogenannten Nassabun, die Genealogen, also diejenigen, welche eine Genealogie festlegen, also von wem man abstammt, die Abstammung eines Menschen, dass sie teilweise viele Dinge ab einem bestimmten Zeitpunkt erdichtet haben und sich ausgedacht haben. So haben wir die Abstammung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Abstammung geht bis zum 20. Urgroßvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, alles was über ihn geht, ist eine Erdichtung und eine Lüge der Nassabun. Also hier haben die Leute, die jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann irgendwelche Urgroßväter zugeschrieben haben, gelogen. Sie haben sich irgendetwas ausgedacht. Und wenn man jetzt bedenkt, wann das Volk von Ad gelebt hat, kann man davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Menschen hier sich irgendetwas ausgedacht haben. Weil es gibt keinerlei schriftliche Überreste. Und so viele Urgroßväter kann man sich sicherlich nicht merken. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Legenden. Und deswegen habe ich große Zweifel, ob diese Genealogie, diese Abstammung von Hud alayhi salam wirklich stimmt und dass zwischen Hud alayhi salam und zwischen Nuh alayhi salam wirklich nur zwei oder drei Generationen gewesen sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten. Was für uns wichtig ist, ist einfach, dass wir ungefähr einordnen können, wann Ad und auch Hud alayhi salam gelebt haben. Und zwar haben sie ca. 2200 bis 1500 vor Christus gelebt. 2200
bis 1500 vor Christus gelebt. Und das sind insgesamt 4200 Jahre oder 3700 Jahre vor sozusagen, also sozusagen zu unserer Zeit gesehen. Ja, also es ist ein sehr, sehr altes Volk, von dem wir sprechen. Und wir haben, wie gesagt, kaum Informationen über sie. Was ebenfalls interessant ist, ist, dass lediglich der Koran und einige arabische Gedichte über das Volk von Hud alaihi salam etwas gesprochen haben. Und dass die arabischen Gedichte darüber gesprochen haben, zeigt uns eine ganz, ganz wichtige Sache, dass nämlich die Araber das Volk der Ad gekannt haben. Dass sie wussten, dass es eine große Zivilisation gab im Süden der arabischen Halbinsel und dass dieses Volk auch vernichtet wurde und zerstört wurde. Sie haben davon gehört. Es war ihnen also nichts Neues gewesen, weil es nämlich in den Gedichten und in ihren Überlieferungen, welche von Generation zu Generation überliefert wurden, auch überliefert wurde und tradiert wurde. Und das ist auch der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala so oft über die Geschichte von Hud alaihi salam im Koran spricht. Der Name von Hud kommt insgesamt 7-mal im Koran vor. Und die Geschichte des Volkes von ihm wird immer wieder erwähnt, an den unterschiedlichsten Stellen. Und das deutet darauf hin, dass die Geschichte von Hud für die Muslime, die ersten Muslime und die Araber eine wichtige Rolle gespielt hat und dass sie darüber Bescheid gewusst haben und dass der Koran ihre Geschichte hervorgehoben hat, um die Araber der Quraysh daran zu erinnern, was den vorherigen arabischen Völkern, die noch viel mächtiger gewesen waren als sie, geschehen ist und was ihnen widerfahren ist, sodass sie sich über ihr Verhalten gegenüber dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Gedanken machen. Es gab insgesamt wie viele arabische Propheten? Drei. Drei? Insgesamt gab es 4 arabische Propheten. Es gibt eine Überlieferung bei Ibn Hibban, wo dann der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Anzahl der Propheten gesprochen hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann zu Abu Dharr sprach, es gab insgesamt 4 arabische Propheten. Hud, über den wir insha'Allah ta'ala heute sprechen werden. Dann, welcher noch? Salih. Der zu den Thamud gesandt wurde. Darüber werden wir dann auch sprechen, insha'Allah. Welcher noch? Shu'aib alayhi salam und unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Das sind die 4 arabischen Propheten. Und hier ist es nochmal sehr, sehr interessant hervorzuheben, dass die Propheten Hud und Salih im Alten Testament zum Beispiel gar nicht erwähnt werden. Gar nicht. Sie finden überhaupt keine Erwähnung im Alten Testament. Aber im Koran werden sie erwähnt. Warum werden sie im Koran erwähnt? Weil sie nämlich für die Araber eine Rolle gespielt haben. Allah Ta'ala, er hat nur das erwähnt, was auch für die Menschen wichtig gewesen ist und was die Menschen erreicht hat. Und daraus ziehen wir auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Lehre. Wie gestern auch in unserem Unterricht gesagt gehabt. Ich sollte immer die Themen ansprechen, mit denen ich die Menschen auch erreichen kann. Die Geschichten erzählen, welche die Menschen auch verstehen. Die Sprache sprechen, welche die Menschen nachvollziehen können. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala im Koran? Nämlich, dass er keinen Gesandten gesandt hat, außer dass er die Sprache des Volkes sprach, zu denen er gesandt wurde. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Und wir haben keinen Gesandten gesandt, der nicht die Sprache seines Volkes gesprochen hat, um ihnen die Religion zu erklären, um ihnen dann auch zu erklären, was Allah Ta'ala von ihm wollte. Und das ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit, gerade für unsere Da'wah-Arbeit hier in Deutschland. Wir müssen lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen. Wir müssen die Menschen verstehen, wie sie denken, weil dann werden wir sie auch erreichen.
Und genau das hat der Koran getan. Er hat über Dinge gesprochen, welche die Araber kannten, mit denen sie sich identifizieren konnten, von denen sie etwas verstanden haben. Er hat nicht irgendwelche fremden Propheten genommen, die ihnen völlig, nicht, die ihnen nichts sagen, Namen, die ihnen nichts sagen, sondern er hat extra die Propheten hervorgehoben, welche auch für die Araber eine wichtige Rolle gespielt haben, damit sie sich damit identifizieren können. Weil wenn ich den Menschen irgendetwas erzähle, von einer Sache, die sie überhaupt nicht verstehen, eine ganz andere Kultur, dann werden sie das nicht nachvollziehen können. Und das ist dann genau auch die Hikmah, von der Allah Ta'ala im Koran spricht. Allah Ta'ala, er sagt in Surat An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit auf. Und was ist die Definition von Weisheit? Wie haben die Gelehrten Weisheit definiert? Und zwar haben sie gesagt, Al-Hikmatu hier wad'u shay'i fi makani. Die Weisheit ist, dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle tue. Ich finde den Schlüssel für das Schloss. Ich finde den Schlüssel für das Schloss. Und wie gesagt, der Koran, er hat das berücksichtigt und hat das immer wieder hervorgehoben. Und das sollten wir ebenfalls in unserer Dauer berücksichtigen, dass wir die Menschen so ansprechen, dass sie uns auch verstehen können, dass sie nachvollziehen können, was wir überhaupt erzählen. Kommen wir zurück, insha'Allah ta'ala, zu den Aad und zu Hud alayhi salam. Hud alayhi salam ist also einer der vier arabischen Propheten, die uns bekannt sind. Gab es eventuell mehr arabische Propheten? Vielleicht. Wissen es nicht genau. Aber das sind zumindest die arabischen Propheten, welche wir kannten. Und das bestätigt nochmal eine ganz, ganz wichtige Sache, in der sich der Islam ganz klar vom Christentum unterscheidet. Nämlich, dass Allah Ta'ala wirklich zu jedem Volk Propheten gesandt hat. Und nicht nur zu den Kindern Israels. Was glauben die Christen und die Juden? Die Christen und die Juden glauben, dass Gott nur von den Kindern Israels Propheten auserwählt hat, welche dann auch zu ihnen gesandt wurden. Und dementsprechend findest du auch im Alten Testament keine anderen nicht israelitischen Propheten, außer vielleicht diejenigen, die vor Jakob alayhi salam gelebt haben und vor Musa alayhi salam und all diesen Propheten, wie Nuh alayhi salam. Aber grundsätzlich erst einmal gibt es nur Propheten von den Israeliten. Während der Koran uns etwas anderes beibringt. Der Koran bringt uns bei, dass Allah Ta'ala wirklich zu jedem Volk einen Propheten gesandt hat. Zu jedem Volk. Zu den Arabern, zu den Israeliten, zu den Afrikanern, zu den Chinesen, zu den Indianern, zu jedem Volk, ohne Ausnahme. Woher habe ich das? Das entnehme ich aus einer Ayah aus dem Koran. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٍ. Und es gab keine Umma, keine Gemeinschaft, unter der nicht ein Warner weilte. Subhanallah. Es gab keine Gemeinschaft, zu der nicht ein Warner, das heißt ein Prophet, gesandt wurde. Welcher Vers ist das? Ja, die Versnummer muss ich raussuchen, inshallah ta'ala. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ. Das ist der Vers Nummer 24 von Surat Fatir. Surat Fatir. Der vollständige Vers heißt: Inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira. Wir haben dich ja mit der Wahrheit gesandt, als Vorboten und als Warner. Und es gibt keine Gemeinschaft, in der nicht ein Warner vorangegangen wäre. Das ist die Ayah Nummer 24 aus der Sura Fatir. Und Fatir ist die Sura Nummer 35. Ja, und das ist ein gewaltiger Unterschied. Weil wir Muslime glauben, dass Allah Ta'ala alle Menschen gleich erschaffen hat. Und dass es nicht ein Volk gibt, was das auserwählte Volk Gottes ist,
während alle anderen Völker nicht auserwählt wurden. Es kann sein, dass Allah Ta'ala ein bestimmtes Volk auserwählt. Ja, aber nicht die ganze Zeit über. Für einige Zeit. Und Allah Ta'ala, er hat auch die Benu Israel auserwählt gehabt, gar keine Frage. Aber das bedeutet nicht, dass sie die einzigen gewesen waren, zu denen Propheten gesandt wurden. Weil der Mensch ist gleich, egal welche Abstammung er hat. Und deswegen gibt es bei uns Muslimen auch nicht diese Vermischung zwischen Religion und Nationalismus. Im Judentum ist das zum Beispiel sehr, sehr eng miteinander verbunden. Man kann das kaum trennen. Und es gibt eine große Debatte auch unter Juden selbst. Was ist eigentlich das Judentum? Ist das Judentum eine Volkszugehörigkeit? Oder ist das Judentum eine Religion? Wenn es lediglich eine Volkszugehörigkeit ist, kann ich dann überhaupt zum Judentum übertreten? Geht das? Oder geht das nicht? Ab wann ist man eigentlich Jude? All diese Fragen stellt man sich im Judentum. Während wir Muslime ganz klar definieren, was Islam ist. Islam ist eine Religion, der sich jeder Mensch anschließen kann. Vom ersten Moment an war der Islam so ausgerichtet gewesen, dass wir einen Salman al-Farisi haben, der aus Persien stammte. Oder ein Suhaib al-Rumi, der ursprünglich aus der Byzanz ist, also ein ursprünglich europäischer sozusagen Wurzeln hat. Oder Bilal al-Habashi, Bilal, der aus Abessinien stammt. Es gab diese Unterscheidung nicht. Diese Religion ist für alle Menschen vom ersten Moment an gewesen. Und das haben wir aber so beispielsweise nicht im Judentum. Ebenfalls im Christentum haben wir diesbezüglich eine sehr interessante Diskussion. Wie ist das eigentlich? Wurde Jesus nur zu den Kindern Israels gesandt? Oder wurde er von vornherein an alle Menschen gesandt, sodass heute das Christentum eine Weltreligion ist, der mehr als 2 Milliarden Menschen angehören? War das immer so gewesen? Hat Jesus sich wirklich als ein Prophet für die gesamte Menschheit gesehen? Oder sah er sich eher als ein Prophet für die Benu Israel, für die Kinder Israels? Ja, und wenn wir sagen, er ist ein Gesandter für die Benu Israel gewesen, wie ist das dann eigentlich? Müssen sich dann Christen auch an die Gebote der Tora halten oder nicht? Das heißt, wie kann es denn sein, dass heutzutage beispielsweise Christen Schweinefleisch essen? Wie geht das? Wo doch Jesus kein Schwein gegessen hat. Das ist eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Und das sind alles Dinge, die die Muslime überhaupt nicht kennen, weil für Muslime ist klar, für alle geht das Gleiche. Und deswegen hat man auch am Anfang des Christentums eine Unterscheidung getroffen zwischen den sogenannten Judenchristen und zwischen den sogenannten Heidenchristen. Die Judenchristen mussten die Gebote der Tora befolgen, weil sie Juden sind. Während die Heidenchristen, also Nicht-Juden, die zum Christentum übergetreten sind, dann durch Paulus und seine Theologie von der Befolgung der Gebote der Tora entbunden wurden. Also sie mussten das nicht befolgen. Also hier noch einmal sehen wir, ja, dass hier eine Art Widerspruch vorhanden ist, aber wo nicht Klarheit, was ist eigentlich genau diese Religion? Für uns Muslime ist das klar. Ja? Die Gebote gelten für alle Menschen, egal ob Jude, Nicht-Jude, ja, ob Araber, Nicht-Araber. Diese Gebote gelten für alle Menschen. Es handelt sich nämlich um die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Also ihr seht, subhanallah, wie wichtig dieser Aspekt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch zu anderen Völkern als den Kindern Israels Propheten gesandt hat. Und deswegen wundert euch nicht, wenn ihr diese Geschichte vom Propheten Hud alayhi salam in keiner anderen Tradition, religiösen Tradition findet. Das finden wir wirklich nur im Koran. Aber es gibt viele Belege natürlich, ja, aus der altarabischen Dichtung etc., dass es dieses Volk wirklich gegeben hat. Und es gibt auch Hinweise darauf. Aber man findet es nicht im Alten Testament. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erwähnt jetzt was? Er erwähnt jetzt genau diesen Propheten, diesen edlen Propheten Hud alayhi salam, der zu den Aad gesandt wurde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer waren konkret diese Aad gewesen? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt einen Propheten auserwählt? Weil zumindest können wir davon ausgehen, dass die Zeitspanne zwischen Nuh alayhi salam nach der Sintflut und zwischen dem Volk von Aad nicht unbedingt sehr groß gewesen ist. Aber wir müssen davon ausgehen, dass diese relativ kurze Zeit, diese wenigen Generationen, die zwischen ihnen gewesen sind, ausgereicht haben dafür, dass die Aad vom richtigen Weg abgekommen sind. Und dass sie angefangen haben,
nach Nuh alayhi salam wieder Götzen anzubeten. Und da sehen wir, subhanallah, wieder dasselbe. Der Shaitan erschafft es, über Generationen hinweg ganze Völker vom richtigen Weg abzubringen. Sodass die Völker vergessen, was richtig ist und was die Wahrheit ist. Von der Wahrheit abkommt. Der Shaitan erlässt sich Zeit. Er schaut nicht auf eine oder zwei Generationen. Er lässt sich mehrere Generationen Zeit. Das war auch bei den Arabern so gewesen, der Quraysh, nach Ibrahim a.s., der ja viel später kam. Ja? Dass sie eigentlich die Religion von Ismail und Ibrahim befolgt haben und dann aber nach Jahrhunderten irgendwann einmal das vergessen haben und angefangen haben, Götzen anzubeten. Wer war denn derjenige, der den Götzendienst bei den Arabern eingeführt hat? Hatten wir schon mal erwähnt gehabt. Wie hieß der nochmal? Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay. Ja, er ist derjenige, der den Götzendienst bei den Arabern eingeführt hat. Und die Araber haben das einfach gemacht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch darüber gesprochen. Und genau davor muss ich mich in Acht nehmen. Noch einmal vor dem Fußstapfen des Shaitans. Weil es geht schneller, als man denkt. Und man sieht das immer wieder tagtäglich. Und selbst kluge Menschen, intelligente Menschen, die gebildet sind, sind davor nicht geschützt. Wir sehen es auf Instagram. Leute, die du siehst regelrecht diese Entwicklung. Ja? Jemand, der den Islam gepredigt hat und der etwas Gutes wollte, ja, innerhalb weniger Monate, subhanallah, merkst du, er fängt an, sich Schritt für Schritt immer weiter zu entfernen vom Islam. Du fragst, wie kann so etwas sein? Ja, es sind die Rotoha des Shaitan. Der Shaitan, der versucht, die Menschen vom richtigen Weg abzubringen. Und genauso auch ist es mit den Ahad gewesen. Die Ahad, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie überhäuft mit Gnaden. Unglaublich viele Gnaden, die Allah subhanahu wa ta'ala immer wieder im Koran auch angesprochen hat. Und zwar beispielsweise in Surat al-Fajr, und viele von uns kennen Surat al-Fajr, wo Allah ta'ala über eine Stadt spricht, welche aus Säulen bestand. Eine gewaltige Stadt, die man so zuvor noch nie gesehen hat. Also eine unglaubliche Zivilisation, die sie errichtet hatten. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد. Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr? Iram. Mit Iram. ذَاتِنْ عِنَاد. Mit den Stützen. Also die Stadt mit den Stützen. Es gibt verschiedene Meinungen unter den Gelehrten, was mit Iram gemeint ist. Manche sagen, Iram ist ein Vorvater von den Aad gewesen. Und die Aad, wie wir gleich noch sehen werden, sie hatten unglaublich kräftige Körper gehabt. Allah Ta'ala, er hat ihnen unglaubliche Körperkraft gegeben. Und manche sagen, damit ist Iram gemeint, einer der Vorväter der Art, der sozusagen dann diese unglaubliche Körperkraft dann vererbt hat an seinen Stamm. Aber Wallahu alam, ja, das ist die andere Meinung, ist mit Iram eine Stadt gemeint. Eine Stadt, die in einer unglaublich schönen Weise errichtet wurde. Architektur, die man so zuvor noch nicht gekannt hat. Iram, ذاتin imad, und deswegen sagt Allah Ta'ala, التي لم يخلق مثلها في البلاد, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen. Also so etwas hatte man noch nie gesehen gehabt. Eine unglaubliche Zivilisation. Das lehrt uns etwas sehr Wichtiges. Obwohl sie fortschrittlich gewesen sind. Sie waren die erste Welt zur damaligen Zeit. Sie waren reich gewesen, fortschrittlich gewesen hinsichtlich ihrer Technik, militärisch sehr stark, wie wir gleich noch sehen werden, inshallah ta'ala. All das hat Allah ta'ala nicht davon abgehalten, sie zu vernichten, weil sie vom richtigen Weg abgekommen sind. Aber nicht sofort. Es hat Jahrhunderte gedauert. Jahrhunderte hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Zeit gegeben. Wir haben ja gesagt, wann haben sie gelebt? Ungefähr in der Zeitspanne zwischen 2200 bis 1500 vor Christus. Also wir reden hier von einer Zeitspanne von über, also 1200 Jahre. Von über 1200 Jahren, unglaublich, diese Zeitspanne. Oder 1300 Jahren sogar. Ja, also es ist, was sind das für Reiche gewesen? Quatsch, ist das so richtig? 2200 bis 1500 ist wie viel? Nicht 1500 Jahre. Ja, recht mal. Kann ich gerade nicht rechnen. 700 Jahre, ja, genau. 700 Jahre, keiner hat aufgepasst. Ja. Also, es sind ca. 700 Jahre gewesen. Ja. Aber
Das ist unglaublich lange. Also welches Jahr hat 700, welches Reich hat 700 Jahre angedauert? Welches Römische Reich? Ja, dann das Osmanische Reich war sehr lange. Die Abbasiden waren sehr lange gewesen. Ja, aber das ist also ein Riesenreich gewesen. Ein unglaubliches Reich gewesen. Und trotz alledem hat ihre Zivilisation und ihr Fortschritt Allah nicht davon abgehalten, dass er sie am Ende vernichtet, weil sie nämlich jegliche Grenzen überschritten haben. Und das zeigt uns etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir dürfen uns als Muslime nicht immer blenden lassen durch materiellen Fortschritt. Das ist nicht alles. Wir sehen, wohin materieller Fortschritt führen kann. Wir sehen das gerade beispielsweise in der aktuellen Ukraine-Krise und dem, was gerade momentan dort geschieht. Staaten können überheblich werden. Es geht nur noch um wirtschaftliche Interessen. Man ist bereit, für wirtschaftliche Interessen über Menschenleichen zu gehen. Ist völlig egal. Hauptsache, diese geostrategischen Interessen werden in irgendeiner Weise erreicht. Was mit den einfachen Menschen geschieht, ist egal. Und es geht hier nicht um irgendwie Demokratie oder irgendwelche anderen Dinge. Ja, in diesem ganzen Konflikt zwischen der NATO und zwischen Russland. Es geht hier um ganz andere Interessen. Und das wissen wir alle. Und das ist auch eigentlich klar. Und ich will jetzt gar nicht in die Details gehen. Ich bin auch kein, Experte auf diesem Gebiet. Das ist auch nicht wichtig. Aber am Ende wissen wir, worum es geht. Es geht um Macht. Es geht um wirtschaftliche Interessen. Es geht um all diese Dinge, ja, bei denen Werte wie Menschenrechte, wie dass man auf das Menschenleben achtet, mit den Füßen gestoßen werden. Das ist völlig egal. Und wie gesagt, ja, wir sehen gerade auch, dass es bestimmte Staaten gibt, welche eigentlich genau das tun, was die Art getan haben. Und sie sind fortschrittlich und manche lassen sich durch diesen Fortschritt blenden, aber das ist nicht alles. Es geht um andere Dinge. Und es mag sein, dass es Völker gibt, die vielleicht nicht so fortschrittlich sind, aber welche von ihrer Moral her viel weiter sind als diese fortschrittlichen Staaten. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt an verschiedenen Stellen, was er den Erd alles gegeben hat, sodass sie angefangen haben, hochmütig zu werden. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr schön beschreibt. Und zwar in Surat Fussilat sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٌ. Was nun die Art angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde, ohne Recht, und sagten, wer hat eine stärkere Kraft als wir? Und es antwortet Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةٌ. Sahen sie denn nicht, dass Allah, der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie pflegten unsere Zeichen zu verleugnen. Und das ist das Problem beim Menschen. Er glaubt, er braucht nicht mehr Allah. Ja, wozu? Ja, wir haben Fortschritt, wir können jetzt mittlerweile die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das ist dann immer meistens kurz vor dem Sturz. Kurz vor dem Sturz. Auch der Mensch selbst. Der Mensch, der überheblich wird in seiner Art und Weise, ja, der ist kurz davor, tief zu fallen. Kurz davor, tief zu fallen. Weil in der Regel Allah subhanahu wa ta'ala solch einen Menschen am Ende dann zeigen wird, was es bedeutet, sich über andere Menschen zu stellen. Weil Allah ist der Einzige, der hochmütig sein darf. Allah ist Al-Mutakabbir. Was heißt Al-Mutakabbir? Derjenige, der über allen Dingen steht. Wir Menschen dürfen kein Takabbur machen. In keiner Weise. Weil Allah Ta'ala nämlich über uns steht. Wir stehen nicht über die Menschen, aber Allah Ta'ala, er steht über uns. Und dementsprechend steht es dir als Mensch nicht zu. Und auch nicht als Volk zu, dich über andere zu stellen. Und zu glauben, du seist besser als sie. Aber genau das haben sie getan. Und diese Überheblichkeit ist eine der schlimmsten Krankheiten überhaupt. Eine Krankheit, die Allah Ta'ala den Menschen nicht vergibt. Und deswegen gibt es viele Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufzeigt, dass Allah Ta'ala den Kibr dem Menschen nicht vergeben wird. Und dass die Menschen, die Kibr in ihren Herzen haben, die Hochmut in ihrem Herzen haben, am jüngsten Tag ganz klein sein werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sie erniedrigen wird am jüngsten Tag dafür, dass sie sich in dieser Dunya überhoben haben oder erhoben haben über andere. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hierüber und er sagt, die Menschen, welche am jüngsten Tag am meisten von mir entfernt sein werden, sind diejenigen,
welche ja, viel quatschen, fafarun, ja, nutzloses von sich geben. Wal-mutashaddiqun, diejenigen, die überheblich reden und angeben mit ihrer Rede. Und dann al-mutafayhiqun. Und dann fragten die Sahabe, und wer sind diese mutafayhiquna, ya Rasulallah? Wer sind diejenigen? Wir kennen diesen Begriff nicht. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, damit sind die Mutakabbirun gemeint. Diejenigen, welche überheblich sind. Und die Art, sie wurden in ihrer Art und Weise sehr überheblich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns im Koran auf, was er ihnen alles gegeben hat. Und was sie dann aufgrund ihrer Überheblichkeit getan haben. Und zwar eine Sache, die wir bereits erwähnt hatten. Nämlich, dass Allah ta'ala ihnen sehr, sehr starke Körper gegeben hat. Dann, dass sie große Gebäude errichtet haben und große Fabriken errichtet haben. Ebenfalls, dass sie dann das genutzt haben, nicht um Gutes damit zu tun, wie beispielsweise Dhul-Qarnayn, den Allah ta'ala im Koran lobt, Macht ist nicht immer etwas Schlechtes, im Gegenteil. Macht kann auch gut sein, wenn ich sie gut nutze. Sondern, dass sie diese Macht genutzt haben, um andere Völker zu unterdrücken, und zwar auf schlimmste Art und Weise. Und Allah ta'ala, er sagt hierzu, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Und wenn ihr zuschlägt, dann schlagt ihr, sozusagen zuschlagt, dann schlagt ihr in einer Art und Weise zu, die tyrannisch ist. Also mit anderen Worten, ihr unterdrückt die anderen. Und dann kommt noch hinzu, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat sie an einem Ort leben lassen, der strategisch unglaublich wichtig war. Nämlich direkt an der Weihrauchstraße. Was ist die Weihrauchstraße? Die Weihrauchstraße ist die Straße, ja, die es in der Antike gegeben hat, wo der Weihrauch verkauft wurde über die Karawanen. Und der Weihrauch, er wird ja genau in dieser Region, wo die Art gelebt haben, angebaut. Und wo haben sie gelebt? Ich glaube, das hatten wir gar nicht erwähnt gehabt. Und zwar im Süden der arabischen Halbinsel. Oder bei der Stadt Hadramaut. Hadramaut befindet sich im heutigen Jemen. Ja? Und sie haben diese ganze Region besiedelt gehabt. Ja, ihre Machtrechte sogar so weit bis sozusagen zum Norden der arabischen Halbinsel und bis zum Persischen Golf. Also im Grunde genommen die gesamte arabische Halbinsel war in ihren Händen gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt die Region, wo sie gelebt haben, indem er nämlich sagt, dass sie bei den Al-Ahqaf gelebt hatten. Und es gibt eine Sura, die heißt Sura Al-Ahqaf. Und was heißt Al-Ahqaf? Al-Ahqaf sind die Sanddünen. Und diese Region von Hadramaut ist eine Region, ja, auf die genau das zutrifft, ja, dass sie dort gelebt haben, im Süden der arabischen Halbinsel, wo es diese Sanddünen auch gegeben hat. Und jetzt, in dieser Situation, schickt Allah subhanahu wa ta'ala Hud alayhi salam zu diesem Volk. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, wie Hud alayhi salam versucht hat, nun sein Volk aufzurütteln. Ihnen aufzuzeigen, dass das, was sie tun, falsch ist. Und wie jeder andere Prophet wurden sie nun hochmütig und haben sich über ihn lustig gemacht. Und hier kommen wir nun, insha'Allah ta'ala, zu einigen Ayat, die uns aufzeigen, wie Hud alayhi salam versucht hat, jetzt sein Volk von seiner Botschaft zu überzeugen. Und Allah ta'ala, er sagt folgendes in Surat Al-A'raf. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. Und wir sandten zu Ad ihrem Bruder Hud. Bleiben wir hier nochmal stehen. Das werden wir uns immer wieder, das wird uns immer wieder begegnen. Dieses ihrem Bruder, sozusagen Hud, ihrem Bruder Salih. Ja, immer wieder erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala das Wort Bruder. Und das ist unglaublich wichtig. Weil das zeigt uns, wie eigentlich das Verhältnis eines Muslims zu seinem Volk aussieht. Nämlich, dass wir Geschwister in der Menschlichkeit sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Allah ta'ala, er sagt, sie sind Brüder. Obwohl sie unterschiedliche Religionen hatten. Im Gegenteil, sie sind sogar die Gegner von ihm gewesen. Sie waren Polytheisten gewesen, haben Götzen angebetet. Und trotz alledem spricht Allah subhanahu wa ta'ala davon, dass er ihr Bruder ist. Leider fehlt vielen Muslimen manchmal diese Einstellung. Ich mache das immer wieder in Diskussionen, auch gerade jetzt in dieser aktuellen Diskussion über die Ukraine, habe ich einen Post gemacht und einfach nur gesagt, so ja,
unsere, meine Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine. Und da gab es dann eine Diskussion, gar nicht auf meine Worte bezogen, darüber, ja, sollten wir eigentlich nur für die Muslime beten oder grundsätzlich für die Menschen dort in der Ukraine, auch wenn sie nicht Muslime sind. Ja, und da gab es, ist dann so eine Diskussion, ja, entstanden. Ich habe gar nicht darauf reagiert, aber ich habe nicht die Zeit und auch nicht die Lust, auf Facebook irgendwelche Diskussionen zu führen. Und da finde ich es immer wieder interessant, weil es ist nicht das erste Mal, dass viele Menschen hier eine sehr merkwürdige Einstellung haben, die überhaupt nicht islamisch begründet ist. Überhaupt nicht islamisch begründet ist. Sie glauben, man dürfte nur für Muslime das Gute wünschen. Und nicht einfach für Menschen oder für Menschen, mit denen man zusammenlebt. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat, also es gibt eine Surah, die heißt Surah Ar-Rum. Und wir gucken uns mal die ersten Ayat, insha'Allah ta'ala, von Surah Ar-Rum an. Allah ta'ala, er sagt, Alif Lam Mim, Ghulibat Ar-Rum, die Römer sind besiegt worden. Fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Im nächstliegenden Land, aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen. Um was geht es hier? Zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Auseinandersetzung, eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen zwei Imperien, einmal dem persischen und einmal dem byzantinischen. Und es sah ganz danach aus, als würden die Perser die Byzantiner besiegen. Und der Koran hat vorausgesagt, dass am Ende die Römer, das heißt die Byzantiner, siegen werden über die Perser. Und jetzt geht's weiter. Fi bid'i sinin, in einigen Jahren. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd. Allah gehört der Befehl. Vorher und nachher. Und jetzt kommt der wichtige Aspekt. Wa yawma idhi yafrahu al-mu'minun bi nasri Allah. Yansuru man yasha' wa huwa al-aziz al-rahim. An jenem Tag werden die Gläubigen froh sein. Worüber? Über Allahs Hilfe. Wen hat er denn geholfen? Den Byzantinern. Die Byzantiner sind Christen gewesen, welche an die Dreifaltigkeit geglaubt haben. Also sind keine Muslime gewesen. Und trotz alledem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sich die Gläubigen freuen werden. Warum? Weil sie nämlich den Muslimen näher stehen als die Perser. Er hilft, wem er will. Und er ist der Allmächtige und Barmherzige. Als Muslim heißt es nicht, dass ich mir nicht wünschen darf, dass es einem Volk gut geht. Oder dass ein Tyrann besiegt wird, selbst wenn diejenigen, die unterdrückt wurden, keine Muslime sind. Der Islam verbietet mir keine Menschlichkeit, sondern ganz im Gegenteil. Er verlangt von mir, dass ich mich immer für das Gute einsetze und auch immer für die Unterdrückten einsetze, unabhängig davon, ob sie meine Religion befolgen oder nicht. Es geht hier nämlich um den Aspekt der Gerechtigkeit. Und natürlich wünsche ich mir, dass Allah Ta'ala den unterdrückten Menschen in der Ukraine beisteht. Den Opfern. Ist doch völlig egal, ob sie Muslime sind oder nicht Muslime sind. Seit wann machen wir da einen Unterschied, wenn es um Aspekte wie Gerechtigkeit geht, Aspekte wie Menschlichkeit geht? Der Islam ist doch keine unmenschliche Religion. Dann kommen einige und sagen, ja, aber sie verleugnen doch Allah. Das ist doch eine Sache zwischen ihnen, zwischen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja, Allah Ta'ala, er wird die Menschen am jüngsten Tag zur Rechenschaft ziehen für das, was sie tun. Aber an anderer Stelle zeigt Allah Subhanahu wa Ta'ala uns auf, ja, dass nämlich die Muslime sich grundsätzlich für den Schutz von Menschenrechten einsetzen. Ich gebe euch mal folgende Ayah, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَ اللَّهِ. Ihnen, die zu Unrecht aus ihren Wohnstätten vertrieben wurden, nur weil sie sagen, unser Herr ist Allah. Surah Al-Hajj, Vers Nummer 40. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Und wenn nicht Allah, wenn Allah nicht die einen Menschen durch die anderen abgewehrt hätte, لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. So wären für wahr Mönchsklausen. Mönche sind keine Muslime. Ja? Kirchen sind keine Moscheen. Ja? Bethäuser im Allgemeinen, wo gebetet wird. Und Gebetsstätten zerstört worden.
in denen Allahs Name häufig genannt wird. Und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Was sagt uns diese Ayah aus? Dass wir Muslime uns grundsätzlich für Gerechtigkeit einsetzen, für Religionsfreiheit einsetzen, für all diese Dinge, unabhängig davon, ob diese Menschen nun Muslime sind oder keine Muslime sind. Weil es geht hier um Werte. Und deswegen, was sagt Allah Ta'ala? Inna Allaha ya'muru bil'adli wal-ihsan. Allah gebietet Gerechtigkeit. Unabhängig davon, wen sie betrifft oder nicht betrifft. Inna Allaha ya'muru bil'adl. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, ich habe im Haus von Abdullah ibn Judan ein Bündnis bezeugt, dass ich nicht einmal gegen rote Kamele eintauschen würde. Also mit anderen Worten, das ist ein unglaublich gutes Bündnis gewesen. Und wenn man mich heute dazu eingeladen hätte, würde ich mich dem anschließen. Also als Prophet sogar. Um welches Bündnis ist das gewesen? Weiß es jemand? Um welches Bündnis handelt es sich? Welches Bündnis hat der Prophet aus seinem Haus von Abdullah ibn Judan bezeugt, bevor er Prophet war? Sein sehr bekanntes Bündnis. Hilf al-Fudul. Was war Hilf al-Fudul? Das Bündnis der Güte. Um was ging es da? Es ging darum, dass Menschen, die nach Mekka gekommen sind und denen Unrecht getan wurde, geholfen werden sollte. Es gab einen Vorfall, wo ein Händler nach Mekka kam, der nicht zu den Quraysh gehörte. Und dann gab es einen Mann, der hieß Al-Wa'il ibn Al-As ibn Wa'il. Und der hat dann die Ware von ihm genommen, aber ihn nicht bezahlt. Und hat ihm gesagt, hast Pech gehabt, kannst wieder gehen, kannst nichts machen. Und dann ging er zur Kaaba und hat dann gerufen, oh Quraysh, hat dann die Quraysh gerufen. Lass dir jemanden, dem Unrecht getan wurde, einfach so, ohne Unterstützung. Und dann haben sich einige Männer zusammengetan und haben daraufhin diesen Mann unterstützt, indem sie nämlich so viel Druck auf diesen Al-As ibn Wa'il ausgeübt haben, bis er ihn bezahlt hat für seine Ware. Und sie haben gesagt, wir werden das mit jedem tun, der nach Mekka kommt und dem Unrecht getan wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ja, wenn man mich heute zu diesem Bündnis einladen würde, würde ich mich dem Bündnis anschließen. Es geht um Gerechtigkeit. Das ist das, worum es geht. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Gut, kommen wir zurück, inshallah ta'ala, zu unserem eigentlichen Thema. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen? Oder darauf gekommen jetzt auf zur Ukraine? Also ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Wir haben keinen Exkurs gemacht. Was war nochmal? Wo waren wir gewesen? Ja. Du hast Bruder gesagt. Bruder. Ah, wir sind bei Bruder, genau. Subhanallah, ja, Bruder. Ja. Wa ila Adin achahum Huda. Ja. Und zu den Hud, ihr Bruder, zu den Ad, ihr Bruder Hud. Zu den Ad, ihr Bruder Hud. Subhanallah, ist ihr Bruder. Ja, die müssen das, Allah hebt das extra hervor. Und das ist ebenfalls ein Aspekt, den wir hervorheben sollten. Dass wir den Menschen das Gefühl, guck mal, wir sind für euch da. Ja, unabhängig davon, ob ihr Muslime seid, nicht Muslime, sind wir für euch da, wie Geschwister. Und es gibt ja immer wieder Diskussionen, auch wenn wir jetzt schon dabei sind, ja, darf man eigentlich Juden und Christen als Brüder bezeichnen oder nicht? In diesem Sinne, ja, man kann sagen, unsere christlichen Geschwister im Sinne der Menschlichkeit, nicht im Sinne sozusagen des Glaubens, das ist klar, sind sie nicht unsere Brüder, aber im Sinne der Menschlichkeit, ja, kann ich sagen, das sind unsere, wir sind Brüder in der Menschlichkeit, das ist kein Problem, das sagt ja Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hier an dieser Stelle. Und was sagt jetzt Hud alayhi salam zu ihnen? Er sagte, ya qawmi i'budullah, ma lakum min ilahin ghayru. Er sagte, oh mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Afala tattaqun, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Er hat angefangen mit den Grundlagen, das Wichtigste überhaupt, nämlich zunächst erst einmal sich Allah subhanahu wa ta'ala allein zuzuwenden. Und das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Dawah. Und das werden wir bei allen Propheten sehen und auch in der Dawah unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass man sich als Muslim immer auf die Fundamente konzentrieren sollte. Und die eher sekundären Gebote, die später gekommen sind, auch für später aufheben sollte. Ganz konkret, wenn ich versuche, mit einem Nicht-Muslim Dauer zu machen, oder ich versuche auch mit einem nicht praktizierenden Muslim Dauer zu machen, womit fange ich an? Fange ich bei einer Schwester, die keinen Hijab trägt, mit dem Hijab an? Manche fangen damit an. Es gibt viele, die damit anfangen. Ja, du trägst keinen Hijab. Ja, wie soll sie den Hijab tragen, wenn sie nicht mal verstanden hat, warum sie das tut, wenn ihr Iman schwach ist?
Was bringt es denn, mit ihr über den Hijab zu sprechen, wenn sie überhaupt nicht versteht, warum sie Hijab tragen sollte, was überhaupt Islam bedeutet? Ich fange nicht damit an. Ich fange nicht mit diesen sekundären Geboten an, sondern ich fange zunächst erst einmal mit den Grundlagen an. Weil derjenige, der verstanden hat, was es bedeutet, ein Muslim zu sein, und der davon überzeugt ist, der wird alles andere von sich aus machen. Dem brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Weil der wird selbst fragen, ja, was hat denn eigentlich Allah von mir verlangt? Was gibt es denn noch für Gebote? Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat, subhanallah, das immer wieder berücksichtigt. Es kamen einmal Leute zu ihm, die haben ihn darum gebeten, dass sie nicht beten und dass sie nicht fasten. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm zugestimmt. Das war in manchen Situationen so gewesen. Und dann fragte einige Sahaba den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wie kannst du das erlauben? Er meinte, warte mal ab. Ja? Sie werden kommen und sie werden beten und sie werden fasten. Ja, sie werden all diese Dinge tun, sobald sie davon überzeugt sind. Das ist die Grundlage und das ist das, was ich brauche. Und genau das haben alle Propheten gemacht. Sie haben zunächst erst einmal mit diesen grundlegenden Fundamenten begonnen. Weil darauf nämlich alles andere basiert. Und nachdem sie das erwähnt haben, sind sie dann auf die anderen Sünden eingegangen. Und wir werden uns insha'Allah ta'ala in der nächsten Woche bi'iznillahi azza wa jalla einige dieser Dialoge anschauen zwischen Nuh alayhi, Hud alayhi salam und zwischen den Aad, um dann auch inshallah darauf einzugehen, wie sie reagiert haben und wie dann ganz konkret ihre Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala gewesen ist. Aber darauf kommen wir dann bi'iznillahi azza wa jalla nächste Woche zu sprechen. Barakallahu fikum, jazakumu allahu khairan, danke für eure Aufmerksamkeit. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر